tres. Me amo Gemma Fall, me habla español, ni seguto como hoy. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. No one might be nice to own a jet. Erste Frage, warum bin ich inkompetent? Das weiß ich jetzt an der Stelle auch nicht. Zweite Frage, war kein Videos? Das kläre ich heute jetzt mal ganz kurz. Nämlich, ich war krank und war deswegen auch die ganze Zeit kein einziges Mal am PC, während ich krank war. Daher war es dann ein bisschen problematisch mit Videos. Ich hatte für gestern eigentlich schon was geplant, aber das habe ich dann auf Eis gelegt, weil ich gestern einfach dann auch irgendwie lieber Bock hatte, mal wieder mit Jan und Tim nach ein paar Tagen irgendwie wieder zu quatschen, anstatt dann irgendwas zu schneiden. Ja. Deshalb kamen jetzt keine Videos, also gestern wäre theoretisch gegangen, aber da muss ich dann sagen, dieser eine Tag macht es jetzt auch nicht aus. Und 4 Punkte dazu. Gut, dann kriegt man halt 4 Punkte dazu, kann ich auch mitleben, theoretisch, sogar praktisch, ich weiß, das ist sehr krass. Irgendwer fragt, ob Bin Marco am Start ist. Eil. Hey, jawohl, der fliegt gar nicht! Hat sich auch gedacht, kannst mich mal, ne, fliegen ist jetzt nicht so meins. Ich muss sagen, einen einzigen Vorteil hat es, Kranksein schon. Ich habe irgendwie gefühlt 8 Staffeln Hawaii Five-O geschaut. Perfekt, Glück ist wirklich schon da jetzt eigentlich auch nicht irgendwie so gedacht, aber gut. Aber gut, es war halt, also, Kranksein ist halt einfach scheiße und selbst wenn ihr jetzt sagt, jo, ich kann irgendwelche Serien schauen, das rentiert sich nicht, dass ich kann den Leuten, ach, fuck it, kann den Leuten, die gesund sind, sagen, seid froh, dass ihr gesund seid. Aber ich meine, wenn man schon mal krank ist und schon eine Zeit lang nichts machen kann, dann warum soll man die Zeit dann nicht auch vernünftig nutzen, ne? Ich muss sagen, bei Hawaii Five-O, also ich muss sagen, Hawaii Five-O ist inzwischen so die Serie, die ich suchte. Früher war das No No, das Special Victims Unit. Inzwischen ist es Hawaii Five-O geworden. Die erste Staffel war richtig geil. Ach lol, da ist ja ein Gegner, hätte mir auch mal jemand sagen können. Aber nee, hatten die eigentlich so spontan einfach gar keinen Bock drauf. Ich glaube, es war irgendwie ein bisschen reacted. Ich habe das Gefühl, dass irgendwer hier eine ultra hohe Hitspeed hat. Aber gut, kann ich tatsächlich nicht leben. Auf jeden Fall, also Hawaii Five-O ist in meiner absoluten Lieblingsserie momentan. Und irgendwie, ich fand die erste Staffel war viel besser. Aber wenn ich jetzt eine Begründung abliefert, dann würde ich für allen, denen ja Wow TV erhalten. Bestimmt mache ich damit jetzt noch irgendwas Krasses. Damit das Problem ist, wenn ich jetzt meine Begründung abgebe, warum ich Staffel. Ach, leck mich doch. Zweite Runde würde ich mal callen. Wenn ich jetzt eine Begründung abgebe, warum ich die erste Staffel besser fand, dann spoiler ich allen, die noch wirklich chronologisch gucken wollen. Also die sagen, jo, also die ersten 7 Staffeln sind halt auf Amazon Prime erhältlich. So, wenn man Prime hat, dann hat man da die Folgen inklusive. Und ich möchte halt den Leuten das nicht spoilern, wenn die sagen, jo, ich gönne mir einen Monat Amazon Prime und dann suchte ich mein Leben weg. Dann will ich den Leuten halt in jedem Fall etwas damit spoilern. Weil am Ende der ersten Staffel. Nee, ich sag jetzt wirklich nichts dazu, weil ich finde Spoiler scheiße. Deshalb sage ich jetzt mal wirklich nichts dazu. Ich weiß noch, als mir jemand Riverdale gespoilert hat, habe ich mich auch ultra aufgeregt. Dann möchte ich nicht genauso sagen. Boah, das war aber wirklich so, weißt du, das war so, jo, bei Riverdale, also, ein paar aus meiner Klasse haben mich halt wirklich lange Zeit damit abgefuckt, dass ich diese scheiß Serie unbedingt gucken muss. Also inzwischen mag ich sie auch und inzwischen gucke ich sie auch aktiv, wenn denn mal wieder neue Folgen kommen würden. Das ist nicht mehr so der Normalfall tatsächlich. Aber die Leute aus meiner Klasse haben mich so lange damit abgefuckt, dass ich das gucken muss, um mir dann einfach nur
alles, worum man die erste Staffel guckt, zu spoilern. Also so den kompletten Inhalt der ersten Staffel. Das wurde mir dann einfach so gespoilert. Ada. Alter, Digga, nee. Aua, das war's heute. Ich dachte mir, jo, wenn ich jetzt den Typen hinterhergehen lasse, dann kann ich den direkt da unten killen und dann kann ich mein Bett kriegen. Ja, gut, schöne Scheiße. Hat nicht geklappt, wie ich dachte. Aber ich kann Team Orange abstauben und ich kann jetzt Team Blue wählen. Das ist doch schon schön. Wäre ich nicht so ein Gott, so ein... Ja, es ist kein Gott-Glitch, aber es ist No Shift Blue, bin ich. Schreibt mir in die Kommis, ob ihr für oder gegen Spoiler seid. Ich kenn Leute, die sagen, Spoilern ist geil. Die sagen mir, sei davor, dass die gespoilert wird. Wo ich mir dann auch so denke, wenn mir irgendwer was spoilert, dann habe ich keinen Grund mehr, das weiterzuschauen. Aber okay. Ja, dann muss ich sagen, das war dann... Aua. Aber ich glaube, habe ich nicht. Ich dachte, ich hatte irgendwie gezogen. Davon ist cool. Und der rote legt sich da ab. Ach, lol, ich bin letzter mit Bett. Dann müsste ich jetzt eigentlich mit Follikulum wegkommen. Ich kenne genügend Leute, die dann wirklich, wenn sie letzter mit Bett sind in der Runde, Follikulum einfach nur noch am Bett campen. Aber so jemand bin ich noch nicht, sondern erst wenn jemand ins Bett kommt, mache ich das. Ja. Also, wie gesagt, ich war krank. Das passt jetzt. Das war eine richtig tolle Überleitung. Und jetzt wäre es ganz vielleicht empfehlenswert, mit Fully Quam Bett zu campen. Aber da warte ich tatsächlich immer noch eine Runde drauf. Weil ich glaube, dass ich den Typen ziehen kann. By the way, ich habe jetzt auch Snapchat. Da könnt ihr mich sehr gerne adden. Hey, ja moin! Er fliegt nicht, obwohl ich ihn hätte. Jo, wenn der mich noch bekommt. Hä? Ich schwöre, der hat doch was drin, oder? Jetzt mal ohne Witz, der hat doch irgendwas aktiviert. Weil so gar nicht zu fliegen, wie der es tut. Digga, jetzt komm nicht an mit deinem Scheiß hochbauen. Jetzt muss ich mir Blöcke kaufen und dann... Leute, Bad Game. Einfach nur Bad Game.